Streifen ist von den Dächern. Ich glaube, Samsung hat es ja selber schon angekündigt. Es soll Samsung OLED. Genau. Das kann doch gar nicht sein. Oder doch? Doch, das hat er tatsächlich, der steht ja auch hier. Und ach, da. Samsung. Ach du, guck mal, da ist er. Ah, da ist er. Hier, das ist doch jetzt. Der Kai ist manchmal, ein bisschen langsamer. So, jetzt schließt praktisch Samsung eine, man könnte so sagen, auch eine Image-Lücke. Denn das kennt jeder, der so ein bisschen sich mit der Fernsehszene ausgibt. Es gab immer die LG OLEDs und die Samsung QLEDs und die wurden natürlich immer auch gegeneinander ausgespielt. Helligkeit gegen Kontrast und. Jetzt hat Samsung seine eigene OLED-Technologie, die tatsächlich Samsung auch einfach nur OLED nennt. Im technischen Detail unterscheidet sie sich aber natürlich von der Technologie, die LG einsetzt. Du, ich habe jetzt ja schon im Vorfeld, waren ja da schon andere Experten am Diskutieren. Und was sagst du jetzt zu diesen Experten, die gesagt haben, dass dieses absolut krasse Top-Bild wäre nicht gut genug? Ja, es ist immer so eine Frage des Maßstabes. Also wir erläutern mal die Technologie kurz vorab. Ein OLED-Fernseher hat ja tatsächlich, so viele leuchtende Punkte, wie er Pixel hat. Es gibt nochmal Subpixel, aber die Auflösung leuchtet tatsächlich pixelgenau von selber. Dadurch ist ein OLED in der Lage, schwarze Partien extrem. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also die OLED-Technologie, da leuchten die Pixel praktisch selber und so ist es möglich, sehr dunkle Partien direkt neben sehr hellen zu haben. Dadurch ist der Inbildkontrast höher als bei zonenbasierten LCD-Fernsehern. Dadurch ist die OLED-Technologie zu so extrem hohen Inbildkontrasten in der Lage. Gleichzeitig ist die OLED-Technologie eine absolut blickwinkelstabile Technologie, das heißt, Bild ändert sich nicht, auch wenn man schräg drauf guckt, von oben oder von unten. So ähnlich wie die alten Plasmafernseher, die waren auch absolut blickwinkelstabil. Und das sind eigentlich so die Vorteile von der OLED-Technologie. Die Nachteile von der OLED-Technologie waren immer die maximale Helligkeit. Das ist auch eine Technologie, die Strom braucht. Und je höher die größere die helle Fläche ist, desto weniger Helligkeit ist möglich. Ist also dunkler als. Aber dafür haben wir jetzt ja Good News. Genau, und da kommen wir jetzt drauf an. Jetzt kommen wir auf die technische Besonnenheit ein, gehen wir darauf ein. Samsung OLED-Technologie funktioniert etwas anders als die bisherige OLED-Technologie. Und zwar kommen hier ausschließlich blaue LED-Punkte zum Einsatz. Eigentlich leuchtet die Hintergrundbeleuchtung komplett blau. Und vor diese blauen Leuchtpunkte sind jetzt diese Quantum Dots wieder gesetzt. Das ist wie so kleine Farbfilter. Und die kommen ja auch bei der QLED-Technologie zum Einsatz. Und diese kleinen Farbfilter sind zu besonders intensiven Farben in der Lage. Und hierbei handelt es sich jetzt um ein echtes RGB-System. Das heißt, jeder Subpixel, es gibt drei Subpixel, rot, grün und blau. Und es gibt keinen weißen Subpixel wie bei der anderen OLED-Technologie. Und dadurch addieren sich die Farben halt bis zu diesen 1500 Nits durch echte RGB-Summation. Und dadurch können auch Farben heller abgebildet werden. Wir kennen das aus dem Beamer-Bereich unter dem Color Light Output, nicht? Die Farbhelligkeiten, das ist bei Beamern ja auch immer ein Thema. Und sozusagen betont Samsung, dass eben die Farbhelligkeiten von diesem Gerät hier absolut authentisch sind und deshalb auch sehr intensive Farben mit sehr viel Helligkeit kombiniert werden können. Und die absolute Helligkeit in Weiß wird mit 1500 Nits maximal angegeben, was auch ungefähr doppelt so hell ist wie bisherige OLED-Technologien, mindestens 30% heller. Das heißt, es soll eine besonders helle und besonders farbenintensive Wiedergabe sein. Hier verspricht Samsung tatsächlich 100% DCI-P3. Und 100% DCI-P3, das kennen wir für die Spielfilme, das ist der Kino-Farbraum bei bis zu 1500 Nits und pixelgenauem Kontrast. Das sieht man ja schön in der Demo, das ist schon eine Hausnummer. Das sollte man alles mal messtechnisch überprüfen. Ja. Aber man sieht das hier schon, dass also wirklich das schon ziemlich atemberaubend ist. Und ein Thema noch, ich glaube, da wolltest du drauf. Genau. Es wurde jetzt hier im Vorfeld viel über diese Technologie gesprochen. Es gab wohl schon Prototypen von Monitor-Varianten. Und da wurde, das ist gar nicht so ein neues Thema, kennt das auch von den Handy-Displays, da war schon mal vor ein paar Jahren Thema, da wurde die Pixel-Anordnung diskutiert. Denn die ist nicht
in Zeilen und Spalten, sondern die ist leicht diagonal. Und wenn man tatsächlich mit der Nase an dem Screen ist, was man vielleicht bei einem Computermonitor auch hier und da mal ist, dann kann man leichte Farbsäume erkennen. Aber bei einem Fernseher, meiner Meinung nach, ist das absolut zu vernachlässigen, eigentlich komplett uninteressant. Tatsächlich kann man, wenn man nicht gleich hier das Samsung-Logo eingeblendet wird, man kann tatsächlich minimale Farbsäume erkennen. Also ich weiß ja, hier Ecki, sieht man die, Ecki, aber weiß, von da hinten, also schon aus einem Meter. Ich weiß ja, dass du so zu Hause Fernsehen guckst, ja, aber ich eben das wollte ich dir ja noch abgewöhnen, dass du mindestens einen Abstand von einem Meter, also so jetzt ja, wie jetzt also hier. Also darauf wollte ich gerade hinaus, ich gucke aus einem stehen. Meter, nicht aus zehn. Und da ist das, also von dir ist das für mich schon gar kein das Thema mehr. Das ist überhaupt nicht zu erkennen. Also das ist die absolute Innovation, ja, würde ich jetzt also da müssen wir das Gerät so mal direkt. Auch wenn jetzt Samsung die ganze Zeit uns ihre Staubsauger präsentiert, genau, im Hintergrund, muss ich sagen, Leute, das ist eigentlich mein Zweitfernseher, also ein 85 ja. Zoll, dann ein Samsung The Premiere 2020 Ultra Kurzdistanzprojektor, den sehen wir ja später auch noch. Aber eins noch, es gibt ihn nur bis 65 Zoll. Ja. Er ist natürlich jetzt für all diejenigen, die wirklich auf Schwarzwert, Inbildkontrast und Blickwinkel viel Wert legen. Ich sag dir, weniger auf die Bildgröße, weil nur bis 65 Zoll. Weißt du, was hier das absolute Highlight ist überhaupt? Ja, was denn? Schau denn dir mal von der Seite an. Ja. Dann wirst du, das ist sowas von hammermäßig. Das muss die Kamera jetzt mal Ruhe einfacken, weil das ist dünn. Ja, das ist ein Vorteil von OLED natürlich auch. Das ist, wie würdest du es beschreiben? Ja, das ist ein Ausdruck. Die Anschlüsse befinden sich ja auf der rechten Seite. Ja, genau. Wir haben jetzt hier hinten die Ansteuerung, also das weitaus voluminöste an der ganzen Technik ist eigentlich die Elektronik, die muss immer noch irgendwo hin. Elektronik, ja, und der Standfuß. Aber ansonsten sehen wir hier, das sind, wie viele Millimeter dürften das sein? Ja, so 4, schätze ich mal, 4 bis 4 Millimeter, ne? Also mehr hat es nicht. Und das ist schon, also meines Erachtens allein schon ein absoluter Hingucker. Ja. Und die Bildqualität, die ist... sagen wir mal. Ja, genau, die schon OLED kennen, die wissen ja die Vorteile und man muss sich das jetzt noch heller und kontraststärker vorstellen. Wahnsinn. Und wir haben jetzt hier auch die schlanke Soundbar. Die hat man jetzt eigentlich überhaupt nicht entdeckt. Genau. Weil der Subwoofer ist ja dann auch hier etwas versteckt. Den kann man ja eigentlich im Raum irgendwo hinstellen. Und wir sehen jetzt hier, wie gesagt, auch, was ich auch gut finde bei den Fernbedienungen. Wobei ich jetzt hier eine einfache habe, vielleicht habe ich auf der anderen Seite mal eine, genau, Kameramann gibt mir eine. Ne, auch nicht. Ich glaube, die sind alle schon mitgenommen worden von den... Ich gehe gerade mal aus dem Bild. So, hier haben wir eine Fernbedienung. Und zwar, das finde ich ja ganz klasse, dass man auch ein bisschen nachhaltig denkt. Und zwar, ich habe nicht nur den USB-Anschluss. Ich habe nicht nur den USB-Anschluss zum Aufladen der Fernbedienung, das ist ja immer ein leidiges Thema, wenn gerade die Batterien an sind. Ich habe auch hier meinen Solarpanel. Das finde ich ganz stark. Kann ich da auch in mein Auto mit aufladen? da kommen wir später dazu. So, ich lege die Fernbedienung wieder weg, bevor der angeht oder der Alarm. Ja, ich bin wieder da. Ja, also vielleicht noch eine Anmerkung. Ich glaube, dieses Display wird auch anderen Herstellern zur Verfügung gestellt. Das heißt, man wird diese neue OLED-Technologie schon auf breiter Front kennenlernen. Mhm. Ja, also das ist mit Sicherheit ist das in diesem Jahr werden wir das öfters sehen und erleben. Und dies erleben können, dies live erleben können, das sind die Glücklichen unter uns. So, dann gehen wir eine Station weiter. Ich glaube, hier haben wir alles gesagt, oder? Ja. Mal weiter. Hier haben wir nämlich die kleinste Soundbar, die zurzeit von Samsung, also das sind die sogenannten S-Soundbars. Die sehen wir also hier. Die sind jetzt auch neuerdings nicht mehr mit, die sind jetzt komplett aus Aluminium, nicht mehr mit Stoff.
mal Stoff. Man hat ja früher, früher sage ich immer, das war 1800. Nee, wir sind ja mittlerweile im Jahr 2022. Da hat man den Stoff, der hat auch ein bisschen für die Akustik mitgesorgt. Das braucht man aber jetzt gar nicht mehr. Und aus diesem Grund hat man jetzt hier eine Lifestyle-Lösung im Prinzip kreiert, die auch jetzt schön mit, sagen wir mal, im stylischen Weiß und auch im schlanken Design, also hier haben wir es auch nochmal in Schwarz, mit einem Subwoofer, also der jetzt hier steht, auf der Erde, hat man da einen wunderbaren, satten Klang. Man wird es nicht glauben, aber wirklich, das ist wirklich krass, muss man schon fast sagen. Und man kann auch hier beispielsweise den Samsung Frame damit ausstatten. Ja, der hat ja den Vorteil, dass er wirklich wie ein Bild designt ist und auch zusätzlich entspiegelt ist. Das heißt, man hat das vielleicht eben ein bisschen gesehen, die meisten Fernseher haben nach wie vor eine Hochglanzoberfläche. Ja. Diese Oberfläche ist entspiegelt, das heißt, auch wenn man schräg drauf guckt, hat man nicht diese Spiegelung im Bild. Das ist nicht nur ganz ein Vorteil, wenn er ein Bild zeigt, der kann ja bei Lichtgebrauch einfach ein Bild zeigen. Das ist ja ganz neu, ne? Vorher waren die ja nicht entspiegelt, das ist ja in diesem Jahr, den neuen Modellen. Ja, sie waren so leicht entspiegelt, aber das ist jetzt deutlich entspiegelter. Jetzt richtig. Also das ist jetzt richtig gut entspiegelt, das ist auch wirklich ein großer Vorteil. Und das ist zum Beispiel auch für einen kleinen Konferenzraum oder für eine kleine Kantine ist das natürlich auch eine super Lösung. Man kann jetzt im Prinzip praktisch auch hier ein Bild anzeigen und man hat aber auch die Möglichkeit, natürlich alle möglichen Informationen einzublenden. Es ist ein vollwertiger TV mit sagen wir mal einem Triple Tuner und ja, man kann es sehr gut integrieren, wie gesagt, in eine Wohnwelt. Oder wenn es darauf ankommt, dass es eben besser aussehen muss. Ja? Ja, also das ist zum Beispiel für mich privat ganz interessant. Ich habe nämlich auch so einen Fernseher, so einen Kaminsims. Und da passt so eine dicke Soundbar einfach gar nicht drauf. Vielleicht können wir die gerade nachher abbauen. Genau, in Schwarz brauche ich die. Okay, wir nehmen sie in Schwarz. Denn dann kann man die noch mal ganz elegant drauf tun. Gut. So, hier sind wir zurück. Hier kriegt ihr jetzt Ton auf die Ohren. Und zwar den guten Ton. Warte kurz. Hier ist ziemlich dunkel. Also. Ja. Ja, hier haben wir die Evolution von Samsung, nämlich Q-Symphony Generation 2. Und zwar haben wir hier eine verbesserte Synergie zwischen Samsung TV und Soundbars. Verleiht der Szene einen atmosphärischen Sound. So, ich mache es ein bisschen lauter. Ich gebe euch was auf die Ohren. Ich weiß nicht, wie ihr das natürlich jetzt erlebt. Aber der geht richtig ab. Das müsst ihr haben, wenn ihr euch hier einen
Samsung-Fernseher zulegt, dann sollte der Sound... This is Dolby Atmos. The world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels. To move it around you with pinpoint accuracy. Whether the soundscape sets the mood of a scene. Let's go! Or captures the full extent of nature's fury. Ja, gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, das gehört eigentlich zu einem ausgewachsenen TV, gehört das dazu. Und es muss auch kein Samsung sein, muss man dazu sagen. Aber mit einem Samsung Q-Sound-System arbeitet das natürlich intelligent zusammen und man kann auch den kompletten Fernseher als Sound in diesem Soundsystem nutzen. Wie gesagt, Dolby Atmos, das ist virtuell und ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Sehen wir hier praktisch eine kleine Webcam. Bei gewissen Modellen kann man diese Webcam nämlich nachrüsten. Es gab, also früher mal wurden ja praktisch die Kameras in den Fernseher also integriert. Genau. Das ist gar nicht so lange her, da hatte praktisch jeder Aber Fernseher eine Kamera. Da hat man natürlich... Dann gab es diese Persönlichkeitsrechtsbedenken. Ganz genau. Dann hat man die Kameras so gemacht, dass man sie wegdrücken konnte, dass sie nicht filmen, aber letztendlich Richtig. Hat man sie einfach wieder aus den Geräten rausgenommen. Genau, und jetzt ist es so, man kann also die Kamera nachrüsten. Es geht nicht bei allen Modellen, nur bei den neuen. Und kann die Kamera einfach jetzt, da ist hinten im Prinzip ist da eine Befestigung mit vorgesehen in den neuen Modellen. Und dann kann man diese Kamera einfach nachrüsten und dann kann man das Büro im Wohnzimmer, also Homeoffice, genau, ist eigentlich kann man Business, da nutzen und kann dann da sagen wir, seine individuelle eigene Videokonferenz halten. Ja, man sieht das ja hier auch live, wir werden hier gerade gefilmt. Ja, achso, wir sind live im TV. Ja. Sehr gut. Bisschen unterbelichtet. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich... Aber sind wir ja eh, ne? Unterbelichtet ja, ein bisschen. Ja. Gut, also das heißt, hier haben wir jetzt nochmal in Weiß. Also die gibt es in Weiß und in Schwarz. Ja, dann gehen wir...